Liebe Brüder und Schwestern, was für eine Lehre für Petrus, was für eine Lehre für uns. Eine kurze Frage, wo Petrus meint, ah, das ist schon gut, wenn ich siebenmal verzeihe. Wie oft sagen wir? Dreimal. Dreimal ist göttlich, sagen wir. Ich habe schon dreimal verziehen. Petrus geht weiter, mehr als das Doppelte von uns, siebenmal. Und dann sagt Jesus nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Und dann nimmt sich Jesus Zeit. Und er nimmt sich Zeit, um mit einem Bild eine Wahrheit zu beschreiben, die wichtig ist und die für uns wichtig ist, für uns persönlich wichtig ist. Und wo Jesus sagt, ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Also es steht schon etwas auf dem Spiel. Es geht um uns, es geht um unsere Freiheit. Und Jesus sagt im vorletzten Satz, und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Für mich ist das ein klarer Hinweis dahin, dass Gott barmherzig ist, aber dass er uns nicht einfach aus der Schuld entlassen kann, weil wir selbst andere in unserer Schuld beharrten. Für mich ist das ein klarer Hinweis auch auf einen Ort der Reinigung, auf das Fegefeuer. Ich habe heute, als ich die Lesung jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, gut, Asaria sprach mitten im Feuer folgendes Gebet. Dabei habe ich jetzt nicht an das Fegefeuer gedacht, ich habe auch nicht an den Feuerofen gedacht, in dem er und seine Freunde hineingeworfen wurden und dann unversehrt herauskamen. Aber ich habe gedacht an dieses Feuer, das manchmal in uns brennt, Feuer von negativen Gefühlen, das uns auffrisst, Feuer von Wut, Feuer von Ärger, Feuer von Bitterkeit, Feuer von Unversöhnlichkeit gegenüber Menschen, die uns wirklich Unrecht getan haben. Und dass wir es schwer haben, dass es in uns brennt, die ganze Wut. Wir versuchen innezuhalten, es nicht herauszulassen. Manchmal kommt dann doch in Worten ein ärgerliches Wort. Was tut Asaria in diesem Feuerofen? Er sagt nicht, die anderen sind schuld. Wir haben vor dir gesündigt. Wir sind beschämt vor dir. Liebe Brüder und Schwestern, darum geht es, nicht nur in der Fastenzeit, aber auch in der Fastenzeit, dass wir uns bewusst sind, wie Gott uns schaut. Wir kommen zu Gott mit unserer Schuld. Wer von uns kann schon sagen, meine Schuld ist so groß oder so groß oder so groß? Wer kann das schon sagen? Wissen wir überhaupt, wie groß die Schuld ist in den Augen Gottes? Wenn wir es wüssten, wie groß verschiedene Schulden sind oder Sünden sind, wahrscheinlich würden wir rücklings umfallen und sagen, ich habe keine Chance. Aber Gott hält sozusagen seine Hand uns vor und er erlaubt uns, dass wir um Erbarmen bitten. Er erlaubt uns, dass wir an sein Herz klopfen, dass wir appellieren an sein Erbarmen. Und das ist die Schwachstelle Gottes. Das Erbarmen Gottes ist, das Herz Gottes ist Erbarmen, das ist seine Schwachstelle. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und wie oft habe ich schon an die Schwachstelle Gottes geklopft und ich habe Erbarmen geschenkt bekommen? Und wenn ich ehrlich bin, ich sage euch das jetzt auch als Priester, wenn ich ehrlich bin, wie oft habe ich vielleicht nicht mal so mit ganzem Herzen gebeichtet? Ich habe formal, juridisch oder juristisch, wie man das dann auch nennt, habe ich meine Sünde gesagt, zack, zack, zack. Gott hat verziehen. Es war nicht einmal so die rechte Reue dabei. Reue ist etwas, was ich spät in meinem Leben erst richtig entdeckt habe. Und warum ist das so? Weil wir vielleicht sagen, ja, ist dann doch nicht so schlimm, es gibt andere noch viel schlimmer. Und wir schauen schon, während uns unsere eigenen Sünden bekennen, vielleicht schon auf andere. Ich stelle es einfach mal so dar. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir wüssten,
was Sünde, etwas Schreckliches ist. Wir würden einfach so sterben auf der Stelle. Aber Gott lässt das nicht zu. Und so kommt dieser Mann, der eine schrecklich große Schuld hat, Kinder, Frauen, er selbst werden verkauft und sogar das Leben von seinen Kindern, seinen Frauen, der Frau wird nicht ausreichen und die Arbeit ihres Lebens wird nicht ausreichen, um die Schuld zu begleichen. Und was steht hier? Und der Herr hatte Mitleid mit dem Diener und ließ ihn gehen, schenkte ihm seine Schuld. Wow. So ist Gott. Und das ist die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir jetzt nicht auf der Stelle sterben, auch nicht rückwärts fallen. So ist Gott. Und dann haben wir Menschen, die in unserer Schuld sind. Wie gehen wir mit den Menschen um? Ich kann manches verstehen. Ich kann verstehen, wenn dein Herz vorsichtig ist, auf Distanz geht zu bestimmten Menschen, vielleicht auch sogar verhärtet ist. Aber das will Gott nicht. Wir können es menschlich erklären, wir können es menschlich verstehen, dies und das und dieses und jenes ist mir passiert, widerfahren. Und es schmerzt. Das glaube ich nicht. Aber ich sage dir, es schmerzt noch jemand. Dein Schmerz trifft das Herz Gottes und schmerzt das Herz Gottes noch viel mehr, als es dich betrifft. Und ich bin überzeugt, wenn wir wirklich Gott trösten wollen, wenn wir wirklich diesen Schmerz, dieses Unrecht loswerden wollen, dann bitten wir Gott, dass er diesen Menschen verzeiht. Und dann dürfen wir uns das Gebet Jesu am Kreuz zu eigen machen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das tun, dann wird auch der Schmerz im Herzen des Vaters gelöst. Hätte ich schon mal darüber nachgedacht, dass wir Gott trösten können, indem wir unsere Schuldner, die an uns schuldig geworden sind, entlassen. Das heißt nicht, geh dahin, wo der Pfeffer wächst und so weiter. Das meine ich nicht. Sondern sag, ich vergebe dir deine Schuld von Herzen. Ich lasse dich frei. Der erste Nutznießer von diesem Vergeben bist du selbst. Gott freut sich. Und es ist so, als ob dann zwei Handbremsen gelockert wären auf deiner Seite und auch für den, der an dir schuldig geworden ist. Und so bekommt diese Person bekommt eine Chance. Und die Gnade kann fließen zwischen Gott und dir, zwischen Gott und dieser Person. Und Gnade kann fließen zwischen dir selbst und dieser Person, die dich verletzt hat. Nun wirst du sagen, ja, das ist aber schwer. Ich bin so verletzt worden. Ich bin gemobbt worden. Wenn ich wieder in diese Situation, ich begegne dieser Person so wieder ganz nah, ne? So ganz nett und so, ich habe Angst, dass es wieder passiert. Angst ist eine sehr starke Kraft. Dessen bin ich mir bewusst. Und Angst kann sehr, sehr stark manipulieren. Wer ist größer als die Angst? Bist du größer als die Angst? Ich bin nicht größer als die Angst. Aus eigener Kraft kann ich die Angst nicht überwinden. Aber zusammen mit Jesus, zusammen mit Gott, in seiner Gnade, kann ich es tun. Vielleicht wirst du sagen, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dieser Person bester Freund werde. Das fragt Jesus nicht. Er fragt es nicht. Er sagt nichts davon. Er spricht von Verzeihung. Ob sich dann später irgendwann etwas Positives oder etwas Freundschaftliches oder entwickeln wird, das lassen wir mal stehen. Aber erlaube Gott, erlaube, dass das Blut Jesu Christi zwischen dir und dieser Person strömt, als ein Schutz für dich, als Reinigung deiner Wunden, als Heilung deiner Wunden,
aber auch als Reinigung der Wunden von dieser Person und auch zur Heilung von seinem Herzen, von seiner Seele. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben so ein großes, so eine große Arznei, die Gott uns schenkt, die Jesus uns schenkt in seiner Hingabe. Und in Paulus schreibt, er hat Frieden gestiftet. Jesus hat Frieden gestiftet. Er ist der Friede, denn er ist unser Friede. Und er hat die Wand der Feindschaft niedergerissen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist wirklich etwas sehr, sehr Großes. Und heute kannst du Gott vielleicht, wenn du in einer solchen ähnlichen Situation dich befindest, kannst du Gott etwas sehr Großes schenken. Du kannst ihm ja, den Schmerz wegnehmen. Du kannst helfen, so eine Wand niederzureißen. Du kannst helfen, dass ein Mensch gerettet wird, indem du in deinem Herzen sagst, Herr, ich verzeihe jetzt dieser Person. Auch wenn noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, dieser Person das direkt von Angesicht zu sagen. Aber heute schon kannst du in deinem Herzen verzeihen. Und Gott wird das ernst nehmen. Und ich bin sicher, ein Frieden, der alles menschliche Denken übersteigt, wird auch dein Herz, wird deine Seele erfüllen. Es wird dich erfüllen durch Strömen. Es wird dir Stärke und Kraft geben. Möge der Herr uns dazu segnen, den Mut dazu schenken, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.